Mir gebühren am Schluss Dankesworte. Hochwürdiger Prälat, so sprechen dich wertschätzend die älteren Jahrgänge in unserer Mitte an. Geschätzter, lieber geistlicher Bruder, so spreche ich dich als Pensionskollege und mit mir auch viele Gleichaltrige an. Mein lieber Firmspender, so duzen dich Generationen Jugendlicher und junger Erwachsener, freilich mit der Einschränkung, gemäß deiner Predigthinweise, nicht der Mensch spendet Firmung, sondern Gottes Geist wirkt in Zeichen und Sakramenten der Kirche. Das ist mir und uns wert, am Gedenken des heiligen Christostomus, dem Goldmund, dir als Zeichen der Dankbarkeit ein Goldstück zu überreichen. Nach dieser langen, sehr dankbaren Anrede an den Vorsteher dieser heutigen liturgischen Feier wende ich mich meinen Brüdern in der gemeinsamen Beauftragung durch diakonale und presbyteriale Weihe zu, mit Dank für eure engagierten Dienste, wie auch allen Frauen und Männern in der Gemeinsamkeit der Tauf-, Weihe- und Firmbestätigung zu Auftrag als Priester- und Prophetendienst in königlicher Würde für Gottes Reich in dieser Welt tätig zu sein. Sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin, lieber hoher Repräsentant von Bosnien und Herzegowina, mit deiner Frau, Kammersängerin Bernarda Fink, wir danken dir für deinen Gesangsbeitrag und auch ein Geschenk soll dir dafür überreicht werden. Vielen Dank. Nach dieser, dem heiligen Gemeindegründer und Begleiter Paulus ähnlichen langen Briefanrede, habe ich eigentlich theologisch alles gesagt, was mir nach 44 Jahren als Pfarrer am Herzen liegt. Danke als Menschenwort und vergelt's Gott an unseren Gott gerichtetes Geisteswort. All das, was ich als überholte papierenen dokumentierte Akte als meine sogenannten Leistungen derzeit zum Altpapier befördere. Eine Einzelaufzählung entspricht mir hier und heute nicht, aber ich staune, was nicht alles in 44 Jahren möglich war und wie viele bereitwillige, kompetente und ehrenamtliche weibliche und männliche Mitarbeiter über mein Ersuchen, meine Einladung, wie auch mein Drängen tätig waren. Sehr dankbar und ans Herz gewachsen ist mir Gerda, ohne die ich nicht wirken und leisten hätte können. Danke dir und sag auch, vergelt's Gott. Ebenso auch Sana ist in unserer Mitte oder bereitet sich irgendwo was vor, die bei Tag und bei Nacht wirklich bereit war, zu helfen und zu dienen. Wo ist sie? Das ist ein bisschen gegen. Und jetzt noch eine Überraschung.
Es ist eine Sonderausgabe erschienen. Das war mein Anliegen, gleichsam als Bilderbogen, als Bilderbuch. Und dieses Werk hat eine echte Journalistin, Carmen, gemacht. Die ist ja auch ein ganz, ganz großes Danke gesagt. Ich war bemüht, in meinem Dienst treu und ehrlich zu sein, kein Hierarch. Alle Verletzungen, die ich verursacht habe, tun mir leid und ich bitte um Entschuldigung. Das geschwisterliche Du-Wort war, ist und bleibt meine persönliche Liebeserklärung. Solange ich lebe, bleibt mir der Ort Gersthof und die Christengemeinde zur Ehre des heiligen Leopold und seiner Ehefrau Agnes ins Herz geschrieben.